Hey Leute, willkommen zurück zu Rack and Slay. Wir machen direkt weiter mit Schwierigkeitsstufe 12. Was haben wir hier? More Obstacles. Ja, Obstacles liebe ich ja sowieso. Das kann ja nur gut werden. Dann starten wir mal. Spyglass hatte ich jetzt so noch nie. Mehr Bomben, weiß ich nicht. Und Rainbow Dye. Das wäre natürlich jetzt... Um das zu nutzen, ist das jetzt natürlich die perfekte Situation, weil wir kriegen es direkt am Anfang. Aber ne, das Problem ist halt, ich gucke halt schon, dass ich immer volles Leben habe. Ich müsste dann halt schauen, dass ich vielleicht bis auf einen Lebenspunkt voll bin, weil sonst, wenn ich jedes Mal geheilt werden würde und ich habe schon volle Lebensenergie, ist dann natürlich das dann komplett nutzlos. Spyglass finde ich jetzt auch nicht so toll. Minefield. Ich probiere das vielleicht noch mal so Richtung Bomben. Dann machen wir das so. Gut. Und da hätten wir Item Reroll. Okay, also ich bin gerade am Überlegen. Enemies collecting it will transform into another random enemy. Ja gut, du solltest das dann eher nicht so einsammeln. Wir probieren das jetzt erstmal so. Oder hier unten haben wir auch schon Gem. Den hätte ich natürlich auch direkt schon mal gerne. Das wird vermutlich... das wird schwierig werden. Und du bist halt auch so ein bisschen problematisch, aber an dich komme ich jetzt so noch nicht dran. Und er ist auch ein bisschen schwierig. Komme ich jetzt auch noch nicht dran? Also ich glaube, ich würde erstmal gucken, dass wir das vielleicht so probieren. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann ist jetzt die Frage, da unten haben wir jetzt leider kein Loch. Sonst würde ich halt hier über Bande gehen, um das dann mitzunehmen. Aber ich glaube... Ja, das ist halt auch super blöd. Ich glaube, das wäre erstmal eine ganz gute Lösung. Die Kugel liegt da natürlich super doof. So, und als nächstes bist du dann dran. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Dann können wir dich noch versenken. Dann noch Gold mitnehmen und uns versenken. Ja, okay. Jetzt, das ist die Frage. Passt, wunderbar. Passt auch. Jetzt haben wir noch 4, also das sollte doch eigentlich machbar sein. Jetzt kommt das halt schon wieder so auf die Schussstärke an. Wobei, das sieht doch ganz gut aus. Da waren es noch 3. Das ist aber auch ziemlich schwierig an der Stelle. Ja, das ist halt mit, ne, mit diesem Boosting Redirector und der Bombe an der Stelle ist das halt, man könnte fast sagen, schwierig. So, dann würde ich das vielleicht mal so probieren. Ach, ja. Okay, hatte ich natürlich total geplant. Auf jeden Fall nicht. Gut, Tincture nehme ich auf jeden Fall. Aber gerade wenn man halt sehr viel kassiert, sei es, ob man sich selbst in Löcher reinhaut oder irgendwie in Stacheln oder was weiß ich nicht. Heilung ist halt dafür so eine super Sache. Und vor allem... Nach jedem Level. Das heißt, ich muss auch gar kein Gold ausgeben, um mich irgendwie zu heilen. Und das jetzt schon so früh zu kriegen, das ist schon echt ganz cool. So, wir haben 12. Das heißt, ich könnte direkt schon mal sagen, ich nehme direkt, ja, ich nehme Schuss mehr. Heilung kriegen wir so. Und dann haben wir wieder so die Kisten.
davon noch eine Kiste bin ich halt echt nicht überzeugt, weil 10% Chance, dass ein Gem spawnt und der spawnt ja, glaube ich, auch komplett random, das ist es mir halt echt nicht wert. Und eine Coin irgendwo ist es mir auch nicht wert, dafür dann einen Schuss zu benutzen. Wenn ich natürlich genug Heilung habe und genug Leben, dann könnte ich das halt mal probieren, am Ende vielleicht. Aber so jetzt eigentlich würde ich das noch nicht machen. Das war schon mal ganz cool. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Wobei, es ging auch. Alles klar. Gem hätte ich halt auch schon mal gern direkt. Und ich glaube, da hinten haben wir auch noch einen. Also es wäre schon das Beste, dass ich jetzt gucke, dass ich den direkt mitnehme. Das Problem ist, wenn ich dann hier irgendwo liegen sollte, könnte ich den halt einlochen. Aber die hier oben sind halt auch gerade... Ich könnte es halt auch erstmal so machen. Aber das ist dann von der Position halt auch wieder ziemlich schwierig, beziehungsweise ich probiere, ob ich da jetzt an der Bombe vorbeikomme, ist halt auch die Frage. Ich glaube, eher nicht so. Aber okay. Ich will auf jeden Fall... Ich will! Bleib liegen! Bleib... Ich hatte schon so wenig, aber es war trotzdem immer noch zu viel. Das wird eventuell nicht reichen. Für sowas hätte ich jetzt auf jeden Fall mehr Shotpower gebraucht. So ein bisschen mehr. Und wir liegen da halt auch super gut. Jetzt liegen wir genau da. Okay, also den kriegen wir da jetzt auch erstmal nicht so weg. Wir haben noch 5. Wir würden jetzt auch 5 Damage kriegen, wenn es jetzt vorbei wäre. Gem würde ich halt auf jeden Fall auch noch gerne mitnehmen. Selbst wenn ich dafür dann ein bisschen Schaden nehme. Wäre das besser, aber das ist halt auch so ungünstig gerade. Und ich habe so ein Talent, dann vielleicht noch irgendwen einzulochen und danach an so einer Position zu liegen, die so richtig, richtig blöd ist. Da kann ich jetzt noch lange überlegen. Ich könnte die Bombe treffen. Eventuell. Oder auch nicht. Verdammt. Ach komm schon, ich mache hier schon wieder komische Sachen. So viel zum Thema komische Sachen. Der Teleporter ist da halt auch ein bisschen schwierig. Ich hatte echt gehofft, das wird vorbeigehen. War jetzt nicht der Fall. Okay, also dann machen wir das erstmal so. Ich werde auf jeden Fall die... Boah, das ist halt auch die Sache, ne? Ich habe jetzt noch einen. Das heißt, Gem mitnehmen ist halt keine Option, weil wir halt drauf gehen. Ich könnte halt gucken, dass wir... die Heilung mitnehmen. Das wäre halt sicherer. Sicherer. Dann machen wir das so... Dann haben wir 5, wir kriegen 4 Damage, haben noch einen, werden um 2 wieder geheilt. Also es war schon mal sehr gut, dass ich Tincture wieder mitgenommen habe. Punching Ball könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Double Shot hatten wir schon mal. Dann würde ich mal Punching Ball nehmen und wir müssen uns jetzt... Also schon so ein bisschen, ich bin da echt ein bisschen vorsichtig. Ich heile mich jetzt komplett voll. Weil ich hätte mir jetzt eh nichts kaufen können. Das war alles schon wieder ein bisschen schwierig. Okay. Gut, dann weiter. So, der Schlüssel, den will ich auf jeden Fall haben, weil der ist halt super, super stark, wenn man Doppelt-Item bekommen kann. Das sieht erstmal offensichtlich aus. Das sieht aber auch offensichtlich aus. Aber ich glaube, ich starte trotzdem mit dem hier. Dann treffen wir einmal die Kiste. Wenn ich die natürlich zusätzlich treffen kann, das war jetzt super, dann ist das natürlich immer nett, das dann mitnehmen zu können. Free Item Reroll an der Stelle ist halt ein bisschen
schwierig mit der Bombe, aber es sind halt eigentlich noch zu viele Sachen. Also, ne, ist halt auch die Frage, wie man das denn angehen möchte. Ob man sich sagt, okay, da liegen Sachen, die sind so gesehen wertvoll, die versuche ich direkt einzusammeln, auch wenn mich das einen Schuss kostet. Aber andererseits liegen dann da noch so viele Gegner. Aber wenn ich das jetzt nicht einsammle, könnte ich natürlich am Ende irgendwo hier hinten landen und dann das dann sowieso nicht mehr einsammeln. Also keine Chance mehr dazu dann zu haben. Ist halt auch schwierig. Mit den Bomben ist das hier auch wieder ein bisschen schwierig. Ich mache das jetzt trotzdem. Okay, ich dachte eigentlich, ich könnte dran vorbei, aber irgendwie nicht so wirklich. Noch eine Münze. Und das ist schon wieder so Schaden. Ich kann mir das eigentlich nicht erlauben, hier versuchen, direkt so Items einzusammeln. Ich muss halt immer gucken, dass ich direkt aufs Einlochen gehe, weil, ne, dann, sonst ist ganz schnell vorbei. Ach, komm schon. Das ist jetzt ja mal super doof gelaufen. Das war jetzt kein Problem. Die Frage ist halt, ich würde mal gucken, dass wir das erstmal so machen. Da liege ich dafür halt ein bisschen schwierig, aber wir haben noch 4 Schüsse. Die Kugel sollte halt auch kein Problem sein. Und dann sollte die hier auch kein Problem sein. Also das würden wir auf jeden Fall überleben, aber ich muss jetzt noch trotzdem dafür gucken, wir haben noch nicht so viel Heilung, dass ich halt wirklich erstmal noch so ein bisschen schaue, auch möglichst alle Kugeln dann zu versenken. Weil wenn ich irgendwie 6 Leben habe, beziehungsweise 4 Leben und max 6, dann mit Tinksha ist das ja kein Problem. Das würde ich mir dann auf jeden Fall erlauben. Vor allen Dingen Tinksha ist, das ist halt nicht nur die Heilung, man hat mehr Möglichkeiten. Einfach sich dann auch zu sagen, okay, da liegen noch 2 Kugeln, aber ich kann da noch einen Gem einsammeln, anstatt irgendwie versuchen, eine Kugel da zu versenken. Ich werde sowieso geheilt, dann kann mir das in dem Moment mehr oder weniger auch egal sein. Und das macht dann halt schon einen Riesenunterschied. So, das wird halt auf keinen Fall klappen. Dann nehme ich jetzt noch die Goldmünzen mit. Dann haben wir jetzt 4, werden wieder um 2 geheilt, sind wieder voll. Warum nicht? Mein Field nochmal. Wow, das könnte ja totales Chaos geben. Duplicator fand ich am Anfang immer richtig super. Ist natürlich richtig super in Kombination, wenn man oft einen Schlüssel bekommt oder halt Möglichkeiten, mehr Items zu kriegen, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man dann noch eine Kopie davon bekommt, von irgendeinem Item. Golden Balls wäre halt mit diesen 8-Ball eine ziemlich coole Sache. Und vielleicht so mit anderen Mini-Balls. Um halt über Mini-Balls dann noch Gold zu generieren. Wäre vielleicht ein Gedanke. Wir haben jetzt leider nur 4 Gold. Wir haben 4 Rerolls. Ich bin jetzt lustig, glaube ich. Also Duplicator ist halt auch ein bisschen langweilig. Ich nehme Minefield nochmal. Und dann haben wir nochmal Tinksha. Okay, dann habe ich auch nicht wirklich eine Wahl. Dann nehme ich nochmal Tinksha, weil dann werden wir schon immer um 4 dann geheilt. Und bei 6 Max Leben eine Heilung jedes Mal um 4 zu kriegen, das ist halt schon... Mehr brauche ich dann eigentlich auch nicht. Also 2-mal das hier, das ist halt schon ordentlich. So, dann haben wir dich da oben wieder. Du liegst da auch wieder sehr interessant. Und Goldclown ist halt, ja... Ja, der Gem liegt da halt auch extrem gut. Ich werde jetzt erstmal dich einlochen oder auch nicht, weil da liegt eine Bombe. Mann, ist das... Das ist aber auch gerade schwierig. Das ist ja mal wirklich schwierig gerade. Vor allen Dingen, da haben wir hier Obstacle direkt vor einem Loch, da vorm Loch, da liegt halt Toxi vorm Loch. Hier unten haben wir auch ein Obstacle vorm Loch. Okay, das ist halt... Das funktioniert nicht. Das wird funktionieren.
Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann können wir das nämlich so machen. Ja, das sieht doch schon besser aus hier mit dem Rocky. Da müssen wir mal gucken. Also Beastie muss auf jeden Fall versenkt werden, weil 2 Damage bei 6 Leben ist halt schon, ne? Das ist halt eigentlich schon zu viel. Sollte auf jeden Fall Priorität haben. Gott sei Dank hat das noch geklappt. Das hat auch geklappt. Das wird jetzt ein bisschen, wobei das dürfte eigentlich auch kein Problem sein. Genau, dann hätten wir, das würden wir jetzt auch schon überleben. So, was haben wir denn hier liegen? Da haben wir einen Gem, da haben wir Shot Power. Und wir könnten, boah, das ist auch schon wieder so eine Sache, ob das jetzt reicht, ist halt ist nicht mal ansatzweise. Okay, ich hatte jetzt echt gehofft, das wird ein bisschen mehr Bums haben. Hat sie jetzt nicht gehabt. Nun gut. So, ich würde gerne. Es läuft schon ein bisschen besser, wollte ich gerade sagen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Gut, wir kriegen 4 Schaden. Also, den will ich nicht einlochen. Den will ich auch nicht einlochen. Bei dem wird es halt schwierig. Wir haben jetzt noch 4. Dann würde ich erstmal gucken, dass wir vielleicht. Aber es ist halt auch wieder. Schwierig. Also er liegt da gar nicht mal so verkehrt. Nur wir sind da gerade so ein bisschen. Ja, und ich hoffe, ich hoffe. Und es hat nicht. Und ich, jetzt treffe ich den auch noch. Okay. Vielen Dank. Und ja, okay, den würde ich vielleicht da reinkriegen. Dann müsste ich aber erstmal irgendwie da hinkommen und dann haben wir wieder da auch einen Teleporter. Also ich sehe schon, was das dann auch auf höheren Schwierigkeitsgraden geben wird. Weniger Leben, mehr Hindernisse, mehr irgendwelchen Krimskrams, der nur Probleme verursacht. Ich warte noch irgendwie, dass irgendwann mal ein zweiter Teleporter hier auftaucht. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Ich hoffe nicht. Aber würde es dem Spiel auf jeden Fall zutrauen. Ja, das war ein bisschen okay. Genau das wollte ich sagen. So. Ja, aber Folge halt. Vampire Survivor wäre jetzt vielleicht ein bisschen vieles gut. Ein Volatile Exitus. Und hätten wir noch mehr mit Explosion. Ja, Vampire Survivor ist halt echt. Weiß ich nicht. Also mit zweimal Tincture, ob ich dann noch mehr Heilung brauche. Man kann es auch übertreiben. Ich würde jetzt halt sowieso erstmal sagen, ich kaufe mir hier zumindest ein bisschen Shot Power. Und ich nehme mal Volatile Exitus und nicht Vampire Survivor. Und dann machen wir was genau? Da haben wir wieder einen Schlüssel. Den will ich natürlich auf jeden Fall haben. Das wird wieder ein bisschen. Boah, das könnte halt echt schwierig werden. Wobei, wir könnten mal gucken, ob wir das vielleicht so probieren. War jetzt nicht so richtig so gedacht. Yay. Hätte ich mal Vampire Survivor genommen. Ich sehe schon kommen, also dass ich hier echt Probleme kriege. Gerade, ne? Der Vorteil ist, Tincture ist super im nächsten Level wieder komplett vollgeheilt, aber wenn man dann in einem Level so Probleme bekommt, dann ist natürlich Vampire Survivor echt gut, um halt sich direkt heilen zu können, wenn man es denn braucht. Und das ist auch wieder extrem blöd alles mit dem Teleporter an der Stelle. Ach Mann, ey. Ja, ich habe auch keine großen Optionen hier. Ich könnte. Das wäre natürlich super von da, aber das passt halt nicht so, wie wir liegen. Er liegt hier auch ganz gut, aber kommen wir halt nicht dran. Ich muss mich halt echt.
ein bisschen besser hinlegen. Wie zum Thema besser hinlegen. Wobei, das könnte halt schon funktionieren. Mehr oder weniger. Okay. Das ist, wobei, Vampire Survivor sollte man vielleicht doch mitnehmen, wenn man irgendwie Explosion mit dabei hat. Wäre jetzt so mein Gedanke an der Stelle. Da kommen wir halt auch nicht dran vorbei. Der Schlüssel wäre halt super, aber ne, 6 Damage, wir haben 4 Leben. Ich muss gucken, dass ich erstmal hier noch so ein bisschen was mitnehme. Ja, das ist halt auch gerade, boah, ob das jetzt passt, ist halt, wobei wir können halt, wir machen es einfach so. Gut. 3 Damage. Damit könnte ich sogar leben. Also ich guck mal, dass wir jetzt den Schlüssel mitnehmen. Dann liegen wir hier. Das wird halt auch noch gehen. Aber dann liegen wir halt ein bisschen schwierig. Puh. So ein ganz, ja, ganz bisschen. So viel dazu. Ja, das müsste halt aber auch gehen. Impaler. Gut, das ist halt ein bisschen schwierig, um dann eine Kettenreaktion herzustellen. Weil dann werden irgendwelche Kugeln doof vom Spike getroffen. Das hat bisher nicht so gut funktioniert alles. Golden Eye Drop, weiß ich nicht. Wären zwar 5 Gold, aber irgendwie so toll klingt das jetzt auch nicht. Parting Present für mehr Bomben. Ich mache das jetzt einfach, auch wenn ich Bomben eigentlich nicht mag, aber ich probiere das jetzt nochmal aus mit Bomben. Ja, Parting Present und dann müssen wir halt gucken. Ich muss nächstes Mal wahrscheinlich eh wieder was anderes wählen, aber ich würde jetzt halt sagen, davon würde ich halt nichts nehmen. Das würde ich auch nicht nehmen. Scarecrow. Ist halt auch schwierig. Würde ich auch nichts nehmen. Ist halt auch alles ziemlich. Das würde ich nehmen, aber wie gesagt, ne, wenn ich jetzt pausiere, so ungefähr bei der Hälfte oder bei der Hälfte dann und nächstes Mal mache ich weiter, dann habe ich eh wieder diese Item-Auswahl und die ist dann wieder anders. Ich hatte das schon mal gesagt, bei Slay the Spire ist es halt anders. Wenn ich da irgendwie Karten auswähle, die ich random bekomme und ich krieg dann halt nächstes Mal wieder diese Kartenauswahl, dann sind das aber auch wieder dieselben Karten. Hier ist es halt komplett random. Müssen wir mal gucken. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.